Das hier ist ein Teil, was man eher selten in der Hand hat, aber im Fahrbetrieb relativ oft nutzt. Das ist die Schaltkulisse. Hier oben dran kommt der Schalthebel und hier unten der Finger wählt dann die entsprechenden Gänge vor. Und es gibt ja bei dem Schaltgetriebe die Empfehlung, die ich auch selber geben würde, das Getriebe minimal zu überfüllen, was mit dem Original-Einfüllstutzen an der Seite ja schlecht möglich ist. Gibt es die Variante, man stellt den Niva links ein bisschen höher, dass mehr Öl reinläuft. Oder was sich auch durchgesetzt hat oder was gern gemacht wird, man schraubt die Schaltkulisse ab und befüllt dann die zusätzliche Menge von oben ins Getriebe rein. Und da besteht aber die Gefahr, dass man hier die falschen Schrauben löst. Und zwar nicht die drei äußeren, um diesen ganzen Deckel abzunehmen, sondern teilweise ist es schon passiert, immer wieder, liest man und hört dann sowas, dass die inneren Schrauben, die auch viel schöner zugänglich sind, wenn man das so von oben hantiert im Getriebetunnel, und dann fällt der ganze Kram auseinander und hier sind Federn drin und Bolzen, das ist alles gehärtetes Material, das fällt ins Getriebe, dann ist es nicht gut aufgehoben. Es muss wieder raus, weil sonst gibt es garantiert Schaden im Betrieb und man braucht ja die Teile auch, um das wieder zusammenzufummeln. Wenn man das noch nie in der Hand hatte und das auseinandergefallen ist, steht man vielleicht da und weiß nicht so richtig, wie wir zusammen. Deswegen hier ein kurzes Video. Ich bin heute hier in einer fremden Werkstatt, habe so ein bisschen nur sporadisch Werkzeug, aber ich denke, wir werden das kurz zerlegen, uns anschauen und dann wieder zusammenbauen. Also hier die Schutzmanschette ist nicht das große Problem. Hier oben die Feder wird wahrscheinlich auch nicht abfallen. Aber wenn man das hier so löst, schauen wir mal einfach, was passiert, wenn man das fälschlicherweise an den falschen Schrauben ausbaut. Dadurch, dass das alles ein bisschen klemmt, drehen sich die Schrauben auch gar nicht mit. Also ihr habt gesehen, ich musste hier sogar einmal gegenhalten, damit die Mutter sich lösen lässt. Das wäre wahrscheinlich dann der Glücksfall, da man merkt, Moment, hier stimmt was nicht. Die Schraube dreht sich mit und offensichtlich ist das nicht in jedem Fall so. Und wenn man das dann halt hier so losgemacht hat, dann kann eben der Spaß hier reinfallen, wenn man dann hier dran zieht. Genau, und dann fallen, wenn man hier so zieht, fallen hier unten die Teile raus. Und letztendlich Federn, hier diese Bolzen, das ist gehärtetes Material. Das wird dann sicherlich auch lustig, das wieder aus dem Getriebe rauszubekommen. Da sitzt hier unten drunter das Zahnrad vom fünften und vom Rückwärtsgang und die Schaltmuffe. Das macht also dann unten drunter oder nach hinten im Getriebe. Da bleibt dann nur die Möglichkeit, jetzt muss ich selber ein bisschen aufpassen hier. Da bleibt dann nur die Möglichkeit, den unteren Getriebedeckel abzubauen und dann zu spülen, was man so mit Magneten nicht rausbekommt, dass man halt spült in den Einfüllstutzen, dass es dann durch die Ölbohrung vor ins Hauptgetriebe spült und unten rausfällt. Man muss es auf jeden Fall rausbekommen. Nun muss der ganze Spaß wieder zusammen. Wir haben also hier drei Sprengringe, drei Muttern, drei Schrauben. Die eine ist ein bisschen kürzer. Rückwärtsgangsperre, Abdeckblech, Schaltkulisse, Abdeckblech, zwei Bolzen mit Nuten, vier Federn, drei O-Ringe. Nehmen wir jetzt hier den Schalthebel. Wir lassen das hier diese Sperrklinke vom Rückwärtsgang. Lassen wir mal zu uns schauen, macht es einfacher. Setzen das so auf, dass das hier passt. Also bei meinem ist jetzt so, dass das wäre jetzt schräg nach hinten, die Teilnummer steht jetzt hier, aber das passt auch nur in einer Position, von daher ist es nicht das Problem. Auf die O-Ringe achten, dass die Sache ölig ist, und jetzt lassen wir dieses in etwa dreieckige Blech mit der Spitze zu uns zeigen. Legen die Schaltkulisse auf,
Hier gibt es auch bloß eine Möglichkeit. Die Bohrungen sind so gesetzt, dass sich das nur so auflegen lässt. Andersrum würde es. Es gibt dann keine Position, dass dieses Viereck mit dem Viereck parallel ist. Hier ist eine Kerbe drin, die zeigt nach oben in dem Fall. Also das kann man einfach ausprobieren, bis man das hat. Die schmalen Schlitze sind für die Federn, die breiten sind für diese Nuten. Jetzt wird es ein bisschen fummelig. Den Bolzen rein und jetzt müssen die Federn rein. Im Idealfall hat man hier einen Raum, wo eine wegspringende Feder sich leicht wiederfinden lässt. Haben wir natürlich jetzt hier nicht. So muss das sein, wenn man Waffenmagazin nachstopft. Ein bisschen fummelig. Jetzt machen wir erstmal einfach nur die Federn rein, auch wenn uns das jetzt verrutscht, das können wir dann noch ein bisschen ausdrehen. So. So, jetzt stellen wir wieder Lochgleichheit her. Wir lassen wieder diesen Bolzen zu uns schauen und legen dann das Abdeckblech auf. Da können schon mal die Federn nicht rausspringen. Und jetzt muss von diesem Halbmond hier die Nase, die muss zu der Sperrklinge zeigen. So. Und jetzt kommen die zwei Langschrauben hier, wo das dicke Blech aufliegt. Die andere, die kurze, kommt hier hin. Und jetzt fummelt man einfach alle Scheiben zusammen. Achtet darauf, dass die O-Ringe mit erwischt werden. So, Sperrklinke. So, also wichtig ist, dass die Sperrklinke hier hin zeigt. Und wenn man jetzt das mal rumdreht, dann geht das vor und zurück leicht und rüber und hinüber wird das ja dann durch diese Federn wieder jeweils in die Mittelstellung gedrückt. Ne? Vor und zurück, also wenn man das jetzt so baut, dass die Federn das würden so wieder in die Mitte drücken, wäre blöd, da wird es uns in Gang rausziehen. Also vor und zurück geht es ohne Federunterstützung und seitlich drückt dann die Feder das immer zurück. Jetzt kommt hier noch dieses Blech drauf. Das ist so gebohrt, dass das nur in eine Richtung passt. Und hier der Schutz. So rum passt es nicht, so rum passt es. Dann schrauben wir es zusammen und haben es fertig. So, schick. Also die von der Krümmung her zeigt er ja immer zu uns, wäre das dann vorn. Und hier sieht man auch mal schön, dass mit dem Rückwärtsgang würde ja bedeuten, ich muss rüber und zurück. Ich will also rüber und nach unten. Das wäre dann hier auf der Seite und das geht nicht, weil ja hier die Sperrklinge verhakt. Deswegen muss der Hebel erst runtergedrückt werden, damit es dann darüber geht. So simpel ist das mit dem Rückwärtsgang gelöst. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch zwei Versuche gebraucht. Den ersten lasse ich elegant weg. Und zwar hatte ich hier mit den unterschiedlich langen Schrauben meine Not. Und ich hatte es natürlich einfach, ich habe es ja zerlegt, mir dabei das merken können, wie das alles war. Habe mir auch ein Foto gemacht, da bin ich ja ganz schmerzfrei. Wem das so zerbröselt, der ist erstmal froh, wenn er alle Teile wieder zusammen hat. Haben wir ja gerade gesehen. Und dann kann er das zusammenbauen. Und ich hatte den großen Vorteil, dass man mir das mal gesagt hatte. Darauf achten, dass die äußeren Schrauben gelöst werden beim Fünfgang. Dass dieser Deckel hier unten,
Der ist ja nur beim Fünfgang. Beim Viergang ist das ein bisschen anders gemacht. Da ist dieses kleine Teil direkt im Getriebe drin. Also mir ist das noch nie passiert, zum Glück, dass der Spaß einfällt. Aber ich kenne Leute, mehrere, denen das schon passiert ist. Oder ich werde da auch gelegentlich mal, wie jetzt im aktuellen Fall, darauf angesprochen, was kann man tun, um dieses Puzzle wieder zu vervollständigen. Ich hoffe, dass es jetzt gleich vorbeugend bei allen Niva-Schraubern gespeichert ist. Fünfganggetriebe, wenn man da irgendwas an der Schaltkulisse macht, außen, die äußeren Schrauben. Dann wird's.